Jo, moin moin Freunde Nacht und herzlich willkommen. Heute mal ein Video in privater Sache, also eigentlich immer privat, aber ich bin etwas traurig heute, muss ich sagen, weil ich hatte mich im letzten Jahr Ende Oktober, Anfang November zum Partnerprogramm bei Hand oder für Hand angemeldet und keine Antwort bekommen, habe es jetzt vor 3 Wochen nochmal versucht, habe gestern eine Antwort bekommen und die war negativ. Also das heißt, ich wurde abgelehnt als Partner. War mir eigentlich von vornherein klar, weil ich zum Beispiel die Bedingung von 10.000 Views pro Video halt noch lange nicht bringe. Enttäuscht und traurig bin ich trotzdem, weil ich zum Beispiel ja meine Giveaway-Aktion für die Game Keys zweimal einen Game Key verlost habe. Da wusste ich noch nicht mal, dass es ein Partnerprogramm gibt. Das ist einfach, weil mir das Spiel Spaß gemacht hat und immer noch Spaß macht, wollte ich halt damit auch anderen Leuten das Spiel nahe bringen, dass sie sich erlosen, erspielen können sozusagen. Und ja, auch meine Tutorials und Infos, die ich euch immer bereitstelle für die Videos, für das Spiel. Und daher bin ich schon etwas traurig, dass das jetzt abgelehnt wurde aufgrund dieser Beschränkungen. Ich liebe das Spiel ja trotzdem und ich tue ja trotzdem alles, um es anderen Leuten schmackhaft zu machen, sozusagen. Ja, und das ist, das verstehe ich halt auch unter Partnerschaft sozusagen, dass man sich was gibt und was zurückbekommt, sozusagen. Ich hatte schon die stille Hoffnung, die leise Hoffnung, dass es was wird, dass ich euch dann halt Informationen geben kann, bevor sie raus sind, Sachen euch erklären kann, bevor es jemand anders getan hat. Ich krieg's immer nur aus dritter Hand. Meine Hoffnung war halt, dass ich durch das Partnerprogramm euch Informationen geben kann, die auf euch zukommen, die ihr noch zu erwarten habt in der Zukunft. Und ja, was natürlich so die Hoffnung, die Anzahl der Views pro Video halt auch erhöht hätte, wovon ich profitiert hätte, wovon Crytek profitiert hätte, sprich Hand. Es wäre praktisch ein Geben und Nehmen gewesen, so wie es eine Partnerschaft halt, so wie eine Partnerschaft halt sein sollte. Jetzt habe ich halt das Gefühl, dass es nur eine einseitige Partnerschaft ist, und zwar für Crytek, dass du praktisch einen großen Channel haben musst, viel Reichweite haben musst, um das Spiel anderen Leuten schmackhaft zu machen. Ist klar, ist immer so. Ist aber traurig, weil ich gebe mir auch Mühe und ich versuche auch gute Videos zu machen, euch das Spiel nahe zu bringen, euch zu zeigen, dass man dass das Spiel Spaß macht, dass man Spaß haben kann, dass es spannend ist. Diese Voraussetzung für mein Channel ist halt klein, mein Instagram-Channel noch kleiner. Mein Profil bei Instagram. Es ist halt das Problem heutzutage zu wachsen, weil du wächst nicht, wenn du keine Viewer hast, keine Follower. Du hast keine Viewer und Follower, wenn du nicht rechtzeitig gute Informationen rausbringen kannst. Es ist praktisch ein Teufelskreis. Ja, ich bin jetzt ein bisschen traurig oder so. Das heißt jetzt nicht, dass ich Hand nicht mehr spielen werde oder dass es keine Handvideos von mir mehr geben wird. Es ist einfach bloß jetzt so ein emotionaler Moment, der mich gerade etwas bedrückt, an dem ich euch teilhaben lassen möchte, weil es einfach dazugehört, weil das Spiel ein Teil von mir ist sozusagen, und zu diesem Teil gehört halt auch mal, dass man enttäuscht ist. Ja, ansonsten geht es natürlich weiter. Ich habe
Haufen Videos noch, die ich schneiden muss. Immer fleißig jeden Abend mit Micha unterwegs. Am Rennen, am Kills machen und am Spaß haben. Okay, das soll es erstmal soweit von mir gewesen sein. Wie immer nicht geskriptet oder so ein Scheiß. Ich wollte euch einfach bloß so jetzt, ja, meinen Gefühlszustand mitteilen, der mich gerade so ein bisschen bedrückt. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich es jetzt nicht mehr spielen werde oder sowas Blödsinn. Gut, Leute, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Klickt fleißig, guckt fleißig meine Videos an. Vielleicht schaffe ich es ja doch irgendwann nochmal ins Button-Programm und kann euch dann ja mehr und schnellere Informationen zum Spiel bereitstellen, als ich es momentan kann. Ich versuche es schon immer, wo ich es kann, zu tun. Aber wie gesagt, meistens ist es ja halt aus dritter Hand. Die Information ist schon raus. Ich trage sie halt einfach bloß zusammen und präsentiere sie euch nochmal in einem Guss sozusagen. Ja, gut, in dem Sinne, Ringe hauen, wir sehen uns. Bis dann, tschüssi.